Herzlich willkommen, liebe Trader und Investoren. Heute ist der 11. Juli 2023. Das Jahr ist schon wieder fast rum. Und das Thema heute in unserer Professional Knowledge Base heißt: 96% der Aktien, historisch betrachtet seit 1926, erreichen nur dieselbe Rendite, als wenn ich der Regierung in USA für einen Monat lang mein Geld leihe. Gehen wir darauf ein, weil da sind ein paar interessante Studienergebnisse bei rausgekommen. Aber bevor wir loslegen, unser Risikodisclaimer: wir dürfen keine Anlageberatung tätigen, das ist verboten, daran halten wir uns. Wir dürfen auch keine Handelsempfehlungen aussprechen, ebenfalls verboten, halten wir uns ebenfalls dran. Das heißt, alles, was wir sagen und zeigen, dient ausschließlich zu Ausführungsinformationszwecken. Wir können mehr verlieren, als wir einzahlen. Copyright ist in effect, als auch CFTC Rule 4.41 für die Futures Trader, die besagt, egal was dir jemand in einem Backtest zeigt, das ist irrelevant, hat nichts mit der Zukunft zu tun, es ist aus dem Kontext gerissen. Legen wir los. Was die Agenda für heute? In dem heutigen Update stelle ich euch vor: das Leistungsgesetz im US-Aktienmarkt. Diese Studie betrachtet den US-Aktienmarkt seit 1926. Rauskam, dass 96% der Aktien im Grunde genommen die Renditen, die wir bekommen, wenn wir der Regierung für einen Monat Geld leihen, auf Deutsch nennen wir das Schatzbriefe, tatsächlich nicht schlagen, sondern 96% der Aktien outperformen den Markt gar nicht. 4%, also nur der Aktien, waren für alle Gewinne auf dem US-Markt seit 1926 verantwortlich. 2,4% der Aktien waren für alle Gewinne auf dem Weltmarkt seit 1990 verantwortlich. 1,4% der Aktien führten zu allen Gewinnen auf den Märkten außerhalb der USA. Und nur 12 kluge Entscheidungen waren für fast alle Zuwächse bei Berkshire Hathaway seit 1965 verantwortlich. Okay, Jay, du vergleichst jetzt also Aktienrenditen mit diesen Schatzbriefen. Was sind überhaupt Schatzbriefe? Gute Frage, lass uns darauf eingehen. Schatzbriefe auf Englisch, US Treasury Bills. Treasury Bills, Treasury Notes und Treasury Bonds sind festverzinsliche Anlagen, die vom US-Finanzministerium ausgegeben werden, wenn sich die amerikanische Regierung Geld leihen muss. Sie werden alle gemeinhin als Treasuries in der englischen Sprache bezeichnen und unterscheiden sich lediglich in der Laufzeit. Das heißt, wenn wir Bondtrader miteinander reden, dann wissen wir genau, wenn wir von Bond reden, reden wir von langlaufenden Anleihen, von Treasury Notes, das sind offiziell die 10-Jährigen, können aber auch 5-Jährige sein. Und wenn wir von Bills reden, dann wissen wir genau, ist alles, was unterjährig ist. Also Treasury Bills, Schatzbriefe, manchmal auch Schatzwechsel genannt, haben eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger. Und der Witz ist, sie werden erst nach dem Ablauf ihrer Laufzeit verzinst. Das heißt, du kaufst sie unter Pari. Pari heißt 100, alles unter 100 ist eben unter Pari. Der Einmonatsschatzwechsel ist also die Rendite, die man, wer immer man ist, für eine Investition in einen von der US-Regierung ausgegebenen Schatzwechsel mit einer Laufzeit von einem Monat erhält. Ich leihe also der amerikanischen Regierung für einen Monat mein Geld. Wie geht das? In einem Auktionsverfahren. Da kriege ich, wie gesagt, diese One-Month-Treasury-Bill zu einem Abschlag vom Nennwert. Leihe ich den 1 Million, kriege ich diese Bills für unter 1 Million. Also ich leihe für unter 1 Million, bekomme aber dann die gesamte Millionen zurückgezahlt. Ja, das ist dieser Abschlag. Und die Laufzeiten sind von einem Monat, 28 Tage, über 3 Monate, 6 Monate bis hin zu 364 Tagen, also einem Jahr. Das sind also die Treasury Bills. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Chart ansehen hier, dann sehen wir die Rendite von 1 Monat laufenden Treasury Bills. Das ist Stand gestern, 5,34%. Warum ist das interessant? Lass mich dir was beibringen, wenn du es nicht schon weißt. Es gibt etwas, das nennen wir S&P 500 Earnings Yield. Was ist das? Earnings Yield heißt auf Deutsch die Gewinnrendite. Und sie bezieht sich auf den Gewinn einer Aktie in einer jeweiligen Finanzperiode geteilt durch den aktuellen Aktienkurs. Also Gewinn zum Beispiel letztes Jahr durch den aktuellen Aktienkurs. Und es ist übrigens der Kehrwert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, das am Rande. Und anhand dieser Gewinnrendite können jetzt Anleger erkennen, wie viel sie pro Aktie verdient haben. Und
Die Dividend Yield ist im S&P 500, also wie viele Dividenden bekomme ich, bei 1,54% aggregiert gerechnet gerade. Und der S&P 500 Earnings Yield im Moment ist 4,5%. Können wir uns auch auf dem Chart ansehen. Hier. Hier sehen wir gerade, für das vierte Quartal 24 wird erwartet, also in der Zukunft wird erwartet 5,05%. Heißt also aktuell 4,5%, erwartet bis Ende nächsten Jahres 5,05%. Da siehst du es auf ein Jahr gerechnet. Und wenn wir das jetzt uns mal anschauen, grob, und sagen, okay, ein Monat oder ein Jahr, was will ich dir hier zeigen? Frage, wo willst du das Risiko oder willst du das Risiko von Aktien, die dir also eine erwartete Earnings Yield von 5,05 zahlen? Oder nimmst du jetzt im Moment für den nächsten Monat risikolos die Treasury Bills mit 5,43%? Und jetzt kommt ein grundlegender Satz, der schon für viele Retail-Gehirne abschreckend wirkt. Und ich werde diesen Satz jetzt auch nicht in der Tiefe ausbilden und erklären, aber ich wünsche mir, dass du ihn zumindest einmal hörst. Und wenn du zum Beispiel in unsere Ausbildung kommst, wirst du ihn danach auch verstehen. Institutionelles Geld, global, geht dahin, hat nämlich keinen Reisepass, ja, braucht auch keine Corona-Impfung, darf reisen. Institutionelles Geld geht dahin, wo bei gleich hoher erwarteter Volatilität die höhere Rendite zu erwarten ist. Frage an dich, wenn du dieses Bild ansiehst, wo würdest du als Investor dein Geld rein investieren? In die 5,34 risikolos oder in die 4,5 aktuell jetzt oder 5,05 erwartet, ob es so kommt, weiß kein Mensch, bis Ende nächsten Jahres. Was ist mehr? Wo hast du risikolos 5,34 oder wo hast du risikobehaftet 4,5 oder auf ein Jahr erwartet 5,05? Und wir sehen hier die Global Funds gerechnet auf tatsächlich die letzte Woche. Wir sehen, dass Geld in den amerikanischen Money Market gegangen ist. Money Market sind Investments, die bis 2 Jahre Laufzeit haben. Ja? Also genau das, worunter auch Schatzbriefe fallen, die wir uns eben angesehen hatten. Wir sehen also, letzte Woche sind fast 31 Billion Dollars sind in US-Dollar Money Markets gegangen. Ja? Und warum ist das interessant? Weil es dir zeigt, dass global Geld in diese kurzen anlaufenden Anleihen geht und es geht ja aus irgendetwas raus. Deshalb ist die Frage, wo geht es im Grunde genommen raus, beziehungsweise wo parkt es sich? Der Aktienmarkt in Amerika, der konkurriert sozusagen im Moment mit dem risikolosen Anleihenmarkt. Und das wollte ich dir damit zeigen. Also Earnings Yield im Vergleich zu der jetzigen Treasury Bill Rate von 5,34%. Also fragen wir uns, sind Aktien besser als Schatzanweisungen? Und da gibt es diese Studie von der Arizona State University W.P. Carey School of Business. Und in dieser Studie hat sich der Verfasser tatsächlich alle 26.168 Aktien, die öffentlich an den Börsen in den USA gehandelt werden, seit 1926 angesehen. Und trotz der Tatsache, dass Investitionen in die Mehrheit dieser 26.000 Aktien, also fast 60%, eher zu einer Verringerung, als zu einer Erhöhung des Aktionärsvermögens führte, also das Geld verloren, haben die Investitionen in den amerikanischen Aktienmarkt zwischen 26 und 2019 um 47,4 Billionen US-Dollar sich erhöht. Also du hast eine sehr, sehr positive Rendite gemacht. 9 Billionen Dollar entfiel der größte Anteil auf Technologieunternehmen. Aber auch Aktien aus den Bereichen Telekommunikation, Energie, Gesundheitswesen, Pharma schufen ein Vermögen, das in keinem Verhältnis zur Anzahl der Aktien in den jeweiligen Branchen stand. Aha, es geht also hier, wir merken schon, es geht darum, ja, die Mehrheit der Aktien verbrennt Geld, und wir sehen, dass Vermögen geschaffen wird, vor allen Dingen im Tech-Sektor.
Das Ausmaß, in dem sich die Vermögensbildung am Aktienmarkt auf einige wenige Spitzenunternehmen konzentriert, hat im Laufe der Zeit sogar zugenommen und war in den letzten 3 Jahren besonders ausgeprägt. Nämlich mit 5 Unternehmen, die 22% des Nettovermögensbildung ausmachten. Diese Studienergebnisse sollten für jeden langfristigen Anleger von Interesse sein, der die relativen Vorzüge einer breiten Diversifizierung gegenüber einer engen Portfolioauswahl ablegt. Das ist ja immer wieder dasselbe Theater. Mache ich Buy and Hold, gehe ich in ETFs oder aber gehe ich in aktive Fonds, aktiv gemanagte Fonds oder weiß ich selber, was ich tue. Und dazu habe ich auch einige Antworten mitgebracht. So, Investoren, die zwischen 26 und 19 das Risiko eingegangen sind, an den Märkten zu investieren, also an den Aktienmärkten, wurden also mit einem Gesamtvermögenszuwachs von über 47 Billionen Dollar im Vergleich zu einer Benchmark für Schatzwechsel belohnt. Also, es hat sich gelohnt, in Aktien zu investieren. Ich habe nämlich 47 Billionen Dollar mehr Reichtum kreiert, als hätte ich in demselben Zeitraum nur mein Geld in Schatzwechsel investiert. Also Aktien sind besser als die Schatzanweisung. Kommt aber immer aufs Timing drauf an und auf welche Aktien. Allerdings führten die meisten Einzelaktieninvestitionen auf lange Sicht eher zu einem Vermögensrückgang als zu einem Vermögenszuwachs. Und die Gesamtvermögensbildung der Aktionäre konzentriert sich auf relativ wenige, dafür aber sehr leistungsstarke Aktien. Und der Grad der Konzentration der Vermögensbildung an den Börsen auf einige wenige Unternehmen hat im Laufe der Zeit sogar zugenommen und war in den letzten 3 Jahren besonders stark. Wir nennen das Skewness. Also der Autor der Studie sah sich die Daten über diese kontinuierliche Aufzinsung von Aktienrenditen an und hat dann festgestellt, warte mal, der Durchschnitt ist ja negativ, was bedeutet, viele Aktien verlieren ja Geld. Und er verstand das nicht. Wie konnte das sein? Aber wenn man bedenkt, dass der Aktienmarkt ja insgesamt langfristig Geld verdient und er wollte dezidiert wissen, warum ist das so. Und das Ergebnis seiner Studie ist im Grunde genommen nur eine Dokumentation von dem Konzept Skewness, was wir über Aktieninvestitionen kennen. Wir, diejenigen, die das halt studiert haben oder aus der Industrie sind. Skewness könnte man vielleicht mit Schieflage bezeichnen. Ich zeige dir gleich dazu ein Bild. Fakt ist, die Renditen langfristiger Aktienanlagen sind positiv verzerrt. Also das meine ich mit schief. Sind positiv verzerrt. Das bedeutet, dass sehr hohe Renditen, aber nur bei einigen wenigen Aktien, den gesamten Durchschnitt nach oben ziehen, während die meisten Aktien bescheidene oder negative Renditen aufweisen. Ich habe dir ein Bild dazu gemalt, das ist die Skewness in der Mathematik. In der Mitte sehen wir eine symmetrische Verteilung. Renditen sollen ja normal verteilt sein. Das war eine Grundannahme auch von Black-Scholes Optionsmodell, aber das machen wir heute auch nicht. Die Grundeinnahme Renditen bei Aktieninvestments sind normal verteilt und rauskamen, das sind sie nicht, sondern sie haben eine sogenannte positive Skew. Ja, wir haben diese positive Skew, das heißt, wir haben eine Verschiebung. Einige wenige, die mit sehr, sehr hohen Renditen sozusagen auch den Mittelwert nach rechts ziehen. Das bedeutet das. Oder wie in dieser Studie rauskam, 58% der 26.128 Aktien haben es nicht geschafft, die Renditen von amerikanischen Schatzanweisungen oder Treasury Bills zu schlagen. 38% waren genauso gut oder nur marginal höher als Treasury-Bill-Renditen und nur 4% der Aktien schaffen es, dass wir diese massive Outperformance haben von in dem betrachteten Zeitraum 47 Billionen Dollar Wealth Creation, also Vermögenszuwachs, gegenüber ich leihe mein Geld dem Staat. Der gesamte Reichtum von diesen 35 Billionen, der aus Aktien in dem Zeitraum über die Renditen von den Schatzwechseln hinaus geschaffen hat, kam aus nur 1.292 Unternehmen oder 4,3% der fast 26.000 Aktien, die an den Märkten gehandelt wurden. Also 4,3% der Aktien sind verantwortlich für den Vermögenszuwachs.
Mehr als Hälfte des Vermögenszuwachses stammte von nur 90 Unternehmen. Und das ist weniger als ein Drittel von 1%. Also es ist verschwindend gering. Unter 26.128 Unternehmen sollst du also genau die 90 herausfinden, die die Superstars sind. Und die sollst du dann auch noch perfekt halten. Die verbleibenden 96% der Aktien erreichten zusammengenommen den Wert eines einmonatigen Schatzwechsels. Welche Aktien, interessiert dich jetzt sicherlich, waren denn diese Top Wealth Creators? Und wir gucken uns nochmal die Skewness im S&P 500 an. Das ist eine alte Folie von CNN. Und was will ich dir hier zeigen? Im Jahr 2000 konzentrierten sich 1, 2, 3, 4, 5 Top-Unternehmen im S&P 500. Das waren Microsoft, GE, Cisco, Intel und Walmart. Im Jahr 2020 hatten wir schon unsere FANG-Aktien fast. Ja, wir hatten Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook. Das bedeutet, diese Konzentration dieser Top-Aktien, die verschiebt sich. Eine Top-Aktie, die in diesem Zyklus die Top-Aktie ist, muss nicht auch die Top-Aktie sein, die im nächsten Wirtschaftszyklus eine der Top-Wealth-Creators ist. Das will ich dir damit zeigen. Welche Aktien waren denn jetzt seit 1926 die Top-Wealth-Creators? Und hier siehst du die Top 20, Entschuldigung, von 1926 bis 2017. Facebook zum Beispiel ist das jüngste Unternehmen auf dieser Liste und hat annualisiert eine Rendite von 34,5% abgeworfen. Herzlichen Glückwunsch. Und die Aktie läuft im Moment Bombe. Sie ist einer von den Top 7, die ich mir jeden Tag ansehe. Apple hat mehr Vermögenszuwachs kreiert in seiner Zeit an der Börse als Exxon. ExxonMobil ist hier oben und Apple hat sogar noch mehr. Ja, wir hatten jetzt letztens die Headline, wie profitabel und welchen Vermögenszuwachs und welche Kapitalisierung, Marktkapitalisierung Apple hatte als Headline. Und das, obwohl die Aktie 50 Jahre weniger oder jünger an den Märkten ist als Exxon. Und Amazon war eine von nur 30 Aktien, die für ein Drittel des kumulativen Vermögenszuwachses an den amerikanischen Aktienmärkten von 1926 bis 2017 verantwortlich ist. Amazon ist ein Superstar. Und diese Top 7 Aktien, die schaue ich mir jeden Tag an, weiß auch genau, wie hoch der prozentuale Anteil ist am S&P 500 und weiß auch genau von ihren Earnings und ihren Revenues, wie hoch der prozentuale Anteil ist am Aktienindex selber. Ich muss das wissen, wenn ich den Index selber trade, was ich tue. Okay, und welche Aktien waren die Top Wealth Creators aus dieser Studie? Und du kennst das Pareto-Prinzip. Welche 20% der Aktien sind eigentlich für 80% oder welche 20% von irgendwas ist für 80% des Ergebnisses verantwortlich? Das nennen wir Pareto-Prinzip. Und hier habe ich dir die Liste aus der Studie gezeigt, wo die Top 13 aufgeführt sind. Und du kennst sie alle. Ja, du kennst sie alle, die da drin sind. Hochgradig interessante Studie. Sagst du, warum ist das interessant? Das ist deswegen interessant, weil erstens, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, ich habe heute eine Diskussion mit einem Trader gehabt, der im Optionsmarkt handelt und nicht wusste, wo er sich die implizierte Vola anzeigen kann und wie bedeutend das ist, ob die implizierte Vola gerade in einem hohen Percentile ist oder einem niedrigen. Sagst du, ich habe den Satz gerade nicht verstanden. Ist nicht schlimm. Wir sind ja eigentlich bei, wenn du keine Ahnung hast. Und damit will ich sagen, viele Menschen sind gar nicht in Aktien. Das ist schon mal grundlegend falsch. Viele Menschen sind in Aktien, haben aber keine Ahnung und wissen deswegen auch gar nicht, dass es an den Börsen vier Jahreszeiten gibt und du angepasst an die jeweilige Jahreszeit eben auch ein anderes Portfolio hast. So, also wenn du keine Ahnung hast, dann investiere in ein gut gestreutes Portfolio, am besten über ETFs, um die Chancen zu erhöhen, dass einige deiner Aktien zu den großen Gewinnern werden, mit deiner Strategie, die du dann anwendest, kaufen und halten. Oder Dollar Cost Averaging, dass du jeden Monat einen Sparbetrag anlegst. Es ist alles besser als nichts. Ja? Problem ist, du hast keine Ahnung von Market Timing oder vom Wirtschaftszyklus. Deswegen wäre es besser, du lernst bei uns den Wirtschaftszyklus und weißt dann genau, welche ETFs auch gerade dran sind im Markt. Für wen ist es noch interessant? Du hast Ahnung, dann sei bitte im korrekten ETF zur korrekten Zeit und halte die Superstars in deinem jeweiligen Zyklus, diese Top 7, bis dieser Zyklus endet.
Was ist noch besser? Du kommst zu uns und lernst bei uns, wann du vorher weißt, wann das Ende des Zykluses ist. Du kannst hier auf diesem Kanal gucken. Ich hatte im November 2021 alle meine Aktien verkauft. Der Zyklus war vorbei. Und wenn du aktiver Fundmanager bist, dann musst du leider besser sein als der ETF-Markt, der passive Markt heutzutage. Denn laut der Spiva-Studie der letzten 20 Jahre performen aktive Manager wie folgt. Und da unten ist der Link, wenn du die Studie lesen willst. 83% der aktiven Fondsmanager übertrafen ihre Benchmark für in dieser Studie europäische Aktien nicht. 94% konnten ihre Benchmark für Schwellenländeraktien nicht schlagen. 95% scheiterten auch daran, den US-Aktien-Benchmark-Index zu schlagen und 96% schlugen die globale Aktien-Benchmark ebenfalls nicht. Also wofür bekommst du ein Gehalt? Auch dir empfehle ich, wie es ja aktive Renten- und Aktien-Portfolio-Manager schon getan haben, sind zu uns in die Ausbildung gekommen. Die eine Managerin sagte nach der Ausbildung zu mir, Jay, du musst aufhören, das auszubilden, das geht nicht. Ich habe das jetzt bei dir durchlaufen. Ich will nicht, dass meine Konkurrenten an dieses Wissen kommen. Und auf meiner Webseite steht ja ganz frech, wenn du die Ausbildung durchläufst, weißt du mehr als 99% der Marktteilnehmer und auch der professionellen Marktteilnehmer. Denn du siehst ja, so super gut sind die nicht, wenn die noch nicht mal für ihr Geld den jeweiligen ETF outperformen oder die Benchmark. Und sie können auch nicht so gut sein, weil sie eben nicht einen holistischen Prozess entwickelt haben, so wie ich, mit dem du eben eine konstante Outperformance bekommst, die es laut Studien gar nicht geben dürfte. Ja, wir lernen so einen Schwachsinn an der Uni, wie die Märkte sind effizient und alle Informationen sind bekannt. Das ist kompletter Unsinn. Stimmt nicht, sonst könnten diejenigen, die Top 1%, die es gibt im Markt, ja nicht sehr, sehr gut davon leben oder ihr Vermögenszuwachs permanent von unten links nach oben rechts ausbauen. So, wer soll sich jetzt um dein Geld kümmern? Du hast jetzt diese Studie gehört und sagst, wow, krass, über die Hälfte der Aktien verbrennen Geld. Klare Antwort von mir, du sollst dich um dein Geld kümmern. Und wenn du keine Ahnung hast, dann kommst du zu uns und lässt dich ausbilden. Und wenn du Ahnung hast, dann kommst du zu uns und ich mache eine Atombombe aus dir. Und wenn du aktiver Fondsmanager bist, egal ob Renten oder Aktien, dann kommst du auch zu uns und dann wirst du der Beste in deinem Markt, denn deine Tage sind gezählt. Die sind gezählt. Durch die heutige Ad-Hoc-Informationsaustausch, du kannst dir gar nicht mehr leisten, nicht zu performen. Heute geht es nur noch darum, zu performen. Neben den gesamten AIs, die dann über Robo-Investing ebenfalls versuchen werden, dir als aktiver Fondsmanager deine Assets under Management abzugraben. Und ich habe eine Frage an dich. Was ist eigentlich einfacher, 8 Volkswirtschaften zu verfolgen und ob die Volkswirtschaft wächst oder schrumpft und ob die Inflation steigt oder fällt, oder über 26.000 Aktien, um innerhalb von 26.000 Aktienuniversum die Top 1,4% zu finden und dann auch zu halten, bis der Zyklus vorbei ist? Kannst du das? Und es hat nichts mit technischer Analyse oder einem Aktienscreener zu tun. Warum hat das damit nichts zu tun? Weil wir Heerscharen an Top-Analysten in der Investmentbank haben und der ehemalige Arzt und Professor sitzt dort jetzt als Analyst zum Beispiel und redet mit dem CEO und CFO von Pharmaindustrien in ihrer Sprache. Die Top-Ingenieure sitzen da, um zum Beispiel Airline-Aktien zu covern. Wir nennen das covern, ja. Also du sitzt dort, und das ist auch genau mein Mangel und meine Kritik an der Ausbildung vom Anton Krall gewesen, dass er verlangt, dass ein Retail-Trader in einem Earnings-Call, wo er die Worte noch nicht mal versteht, je nach Sektor, herauskristallisieren soll, welches Zündplätzchen der Markt überhört hat oder noch nicht auf dem Radar hat. Also korrekt, auch Anton weiß, die Märkte sind nicht effizient. Nicht korrekt, ich kann von dir als auch von mir nicht erwarten, dass ich die Capabilities, die Fähigkeiten einer Investmentbank oder eines Hedgefonds oder eines Aktienfonds nachbilden kann, indem ich Superstar-Analysten habe für sehr, sehr viel Geld, die sich auf höchstem Niveau mit dem jeweiligen CEO, CFO und Vice-Präsidenten der jeweiligen Unternehmung unterhalten im Earnings Call.
zu diesen Unternehmen auch hinfahren und fliegen, sich die auch vor Ort anschauen und ganz, ganz tief nicht nur in den Zahlen, sondern auch im Unternehmen drin sind. Das kann ich nicht replizieren. Das war der Grund, warum sein Prozess genau an dieser Stelle für mich, das darfst du bei mir lassen, zusammenbricht. Das ist nicht replizierbar. Ich sage dir aber, wo alle Informationen von 8 Volkswirtschaften einzusehen sind. Ich gebe dir meinen Prozess, wie das geht, und damit fangen wir an. Wenn du die dann beherrschst und damit jede Woche Geld verdienst, dann bringe ich dir bei, wie du anhand von meinem Prozess auch in den korrekten ETFs unterwegs bist. Und wenn du dann wirklich noch mehr Geld verdienen möchtest, dann optimieren wir deine Performance über Optionen. Und wenn du tagsüber Zeit hast, lehre ich dich sogar auch noch den Intraday-Handel. Okay, Jay, finde ich interessant. Wann kann ich das machen? Du kannst es im Sommer machen. Ende des Sommers, 2. September bis 4. September, vorher 20-stündiger Videokurs, dann 3-tägiges Bootcamp im Lufthansa-Ausbildungszentrum in Seeheim, das ist bei Darmstadt, bei Frankfurt, 40-stündiges weiterführendes Videolehrmaterial im Anschluss, aber viel wichtiger, 4 Wochen Intensivbetreuung, wo wir Ausbildungsinhalte aus dem Pre-Course und aus dem Bootcamp wiederholen und neue Ausbildungsinhalte dir mitgeben. Und jetzt ganz wichtig, wir am rechten Rand traden und investieren. Immer am rechten Rand. Wir zeigen, das traden wir jetzt, das investieren wir, das ist unser Prozessergebnis von Samstag. Und es wird alles aufgenommen, so wenn du nicht live dabei sein kannst, dass du es dir im Nachhinein ansehen kannst. Ich freue mich auf dich. Ich hoffe, die Studien, die Ergebnisse waren ein Mehrwert für dich. Als ich sie gesehen hatte, fand ich sie hochgradig interessant, habe sofort den Gedanken gehabt, wow, möchte ich mit euch teilen, finde ich mega spannend. Denn das, was wir im Markt sehen, ist auch das, was die Studie gesagt hat. Du musst bei den Top-Aktien dabei sein. Das sind diejenigen welchen, die dich nach vorne bringen. Und genauso ist es in diesem Beruf auch. Du musst von den Besten ausgebildet werden, damit du zu deiner besten Entwicklung kommst und dann in diesen Märkten outperformt. Freue mich auf dich. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Trade smart, live free. Bis dann. Ciao, ciao.